Hey, mein Name ist Demian und ich möchte mit euch heute was auf dem iPad malen bzw. mit Procreate und passend zum Wetter. Wir haben hier nämlich gerade 28 Grad und ich sitze direkt unterm Dach. Das heißt, in der brütenden Hitze malen wir was Erfrischendes, also ein Eis. Und ich möchte euch dabei zeigen, worauf ich so achte, wie ich die Schattierung setze, welche Farben ich verwende. Ich habe das iPad 2019er Version und den Apple Pencil der ersten Generation. Das heißt, das aktuell günstigste Paket. Das Einzige, was ich noch extra habe, ist eine Folie von Paperlike. Die verändert einfach so ein bisschen die Haptik mit dem Pencil. Das heißt, es fühlt sich ein bisschen mehr an, als würde man auf Papier malen und es gibt ein bisschen mehr Widerstand. Ich möchte das Video in zwei Teile aufsplitten. Der erste Teil geht also nur ums Illustrieren und der zweite Teil geht darum, was wir mit dem Motiv selbst dann anfangen. Beziehungsweise habe ich mir überlegt, dass wir das Ganze dann drucken lassen können auf ein T-Shirt. Also würde ich sagen, lass uns mal starten. Genau, da habe ich jetzt einfach eine Zeichenfläche angelegt im A4-Format. Dabei ist jetzt einfach wichtig, weil wir das auch drucken wollen, dass wir da eine hohe Auflösung benutzen. Also ich habe hier 300 dpi. Ich male jetzt einfach mal ganz grob die Außenkontur vom Eis. Dann füllen wir erstmal die Fläche. Dazu ist wichtig, dass alle Konturen verbunden sind. Ich nehme jetzt einfach erstmal diese Farbe und setze das rein. Jetzt gehe ich mit dem Radiergummi nochmal drüber und da nehme ich mir auch einen harten Pinsel. Das heißt, gehe ich wieder in Kalligrafie, mache den ein bisschen größer, so ein bisschen da rein, wo es noch nicht so ganz passt und radiere es so ganz leicht weg und bessere so ein bisschen die Fehler aus. Jetzt suche ich mir schon mal direkt eine Farbe aus. Es soll ein Zitroneneis sein, das heißt, ich nehme was knallig Gelbes. Und jetzt fange ich an, quasi so ein bisschen Schattierung schon mal zu malen. Das heißt, ich wähle mir jetzt erstmal so den Airbrush-Pinsel aus, und zwar den ganz weichen. Da habe ich mir so ein bisschen dunkleren Pinsel gewählt und jetzt erstelle ich eine neue Ebene. Und ich möchte nur im inneren Bereich malen, deswegen erstelle ich mir eine Clipping-Maske. Und jetzt male ich quasi nur hier und mal ganz leicht so um den Rand drumherum. Okay, der Pinsel ist mir noch nicht weich genug. Ich mache den ein bisschen größer. Und jetzt ist es wichtig, darauf zu achten, das Licht kommt ja meistens von oben. Das heißt, hier oben wäre quasi eine helle Kante und hier unten wäre eine dunkle Kante. Also alles nach unten hin wird dunkler, sitzt quasi ein bisschen mehr im Schatten. Und ich male jetzt einfach erstmal ganz grob. Dass jetzt da so eine Kante ist, ist nicht so schlimm, weil da kommt später nochmal eine deutlichere Schattenkante rein. So, und ich möchte hier nochmal eine deutlichere Abhebung, dass hier wirklich wie so eine Kante entsteht. Das heißt, ich nehme noch was Dunkleres, gehe nochmal ein bisschen weiter ins Rötliche rein, in etwa so. Jetzt nehme ich wieder einen härteren Pinsel, Kalligrafie wieder, genau, und nehme, ja, der Monoline ist eigentlich gut, mache den ein bisschen dicker und mal hier so eine leichte Kante. Genau, das Gleiche machen wir jetzt auch unten. Jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen unscharf, denn er soll hier nicht so eine ganz scharfe Kante haben. Und ich mache noch ein bisschen Transparenz rein. Ich möchte das Gelb, das frische Gelb, ein bisschen wieder hervorheben. Genau, und ich möchte mir jetzt hier noch eine Lichtkante reinmalen. Dadurch wird es dann schon gleich viel plastischer. Wenn das Licht von da kommt, gibt es immer so eine etwas härtere Lichtkante, genauso wie die Schattenkante. Und damit ich das auch sehe, weil der Hintergrund ist jetzt aktuell weiß, färbe ich den jetzt erstmal um. Das heißt, ich mache mir eine neue Ebene, setze die ganz nach hinten. Da das Eis ja gelb ist, möchte ich eigentlich einen Kontrast haben. Das heißt, ich gehe so ein bisschen in diesen bläulich-türkisen Bereich und das hebt sich dann eigentlich immer ganz gut ab. Den Hintergrund passe ich später nochmal ein bisschen genauer an. Der ist jetzt am Anfang erstmal nur ein bisschen da, um mir so ein bisschen Kontrast zu geben, damit ich diese Lichtkante gut malen kann. Und die Lichtkante, da nehme ich mir nochmal die gleiche Farbe vom Eis hier oben etwa, aber verändere die und gehe nochmal ziemlich
weit in den weißen Bereich rein, in den hellgelben Bereich. Nehme wieder den Pinsel, mache mir nochmal eine neue Ebene darüber. Auch das ist wieder eine Clipping-Maske. Genau. Das Ganze mache ich jetzt auch ein bisschen unscharf wieder, das heißt Gaussian Weichzeichner. Ich verschiebe das jetzt noch ein ganz bisschen, weil es mir noch nicht so ganz passt. Ich finde es ein bisschen zu extrem. Ja, und etwa so. Und was ich als nächstes mache, ist, radiere so ein bisschen diese Kanten hier weg. Nehme den ganz weichen Pinsel, das heißt, ich gehe wieder in den Airbrush-Bereich, nehme den weichen Pinsel und jetzt radiere ich hier einfach so ganz leicht diese Kante weg. Als nächstes male ich den Stiel vom Eis, kann die hier schon mal direkt zusammenfügen. Jetzt male ich den Stiel, mache also eine neue Ebene, setze die da drunter. Und hier nehme ich quasi so eine, ja, eine Holzfarbe, ist quasi auch so ein bisschen in diesem rötlich-orangenen Bereich, aber auch ein bisschen gräulicher, also irgendwo hier etwa. Und dann male ich jetzt auch einfach erstmal die Kontur. So gefällt mir das ganz gut. Ich blende mal kurz die Eisebene aus, damit ich das auch hier verbinden kann. Ich möchte die Fläche dann gleich wieder füllen. Jetzt blende ich das Eis wieder ein und diesen Stift bzw. diesen Stiel, den kopiere ich mir, weil ich den auf dem Eis selbst auch brauche. Das heißt, ich schiebe hier nach links und sage zweimal duplizieren, also das gleiche nochmal, und setze die jetzt drüber. Jetzt zoome ich raus und ich verschiebe den einen quasi hier hin. Das gleiche mache ich mit dem zweiten auch. Den setze ich dann parallel daneben. So ein Eis hat ja immer so diese Aushöhlung. Ich glaube, das kommt von dem Herstellungsprozess. Genau, und die brauchen natürlich eine andere Farbe, weil die im Eis selbst sind. Das heißt, ich kopiere mir einfach hier so ein bisschen diese Mittelfarbe und setze die dann quasi hier rein. Es müsste sogar dunkler sein. Das heißt, ich nehme mir mal diese Schattenfarbe hier. So in etwa. Setze sie hier rein. Genau, und auch die kriegen quasi, die sind ja quasi im Eis drin. Das heißt, die kriegen so eine kleine Aushöhlung. Da ist es aber genau umgekehrt. Da ist diese Lichtkante unten und die Schattenkante ist quasi oben. Der Schatten kommt quasi von oben reingestrahlt. Also müsste er hier sein. Und das Erste, was wir jetzt hier erstmal machen, ist wieder so einen kleinen Verlauf setzen. Das heißt, ich mache eine neue Ebene. Ich kann die beiden eigentlich schon zusammenführen. Ich mache eine neue Ebene, mache wieder Clipping-Maske und jetzt nehme ich einen weichen Pinsel, wieder den Airbrush-Pinsel, den weichen, und mache ein bisschen kleiner. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen dunkler werden und ich mache quasi von oben so einen kleinen Verlauf hier rein. Ganz leicht nur. Auch hier. Hier müssen wir vielleicht sogar noch dunkler, weil der schon auf der dunklen Fläche vom Eis selbst ist, damit sie es einfach ein bisschen deutlicher abhebt. Jetzt machen wir aber auch da nochmal eine neue Ebene drüber. Machen wir dann eine Clipping-Maske. Und genau, ich nehme nochmal eine etwas dunklere Farbe, nehme wieder den Kalligraphie-Pinsel und mache jetzt wieder so eine scharfkantige Schattenkante rein. Ich sehe schon, das ist ein bisschen zu dunkel geworden, aber wir nehmen einfach gleich ein bisschen die Deckkraft raus und dann passt das. Als nächstes mache ich den jetzt erstmal wieder ein bisschen die Gaussche Unschärfe rein. In etwa so, und ich nehme ein bisschen die Deckkraft raus. Jetzt kommt die Lichtkante, das heißt neue Ebene, Clipping-Maske, und ich gehe in den hellen Bereich, das heißt, ich kopiere mir erstmal wieder hier das helle Gelb und gehe in diesen hellen Bereich rein, nehme den harten Pinsel und mal quasi die Lichtkante rein.
Das sieht soweit schon gut aus. Ich mache wieder ein bisschen Unschärfe rein. So, und ist mir auch ein bisschen zu hell, das heißt Deckkraft ein bisschen rausregeln. Und ich finde, insgesamt ist diese Schattenkante hier noch zu deutlich zu sehen. Das heißt, ich kombiniere das Ganze jetzt und nehme hier insgesamt die Deckkraft ein bisschen raus. Als nächstes mache ich diese Plastizität bei dem Stiel unten. Also markiere ich mir die Ebene hier unten und setze mir direkt eine Clipping-Maske drüber und markiere mir die Farbe, mache die jetzt ein bisschen dunkler, harten Pinsel und mal unten die Schattenkante rein. Und mache auch noch so einen kleinen Verlauf mit rein, das heißt, ich setze mir noch eine Ebene drunter oder dazwischen, nehme den Airbrush-Pinsel, den weichen, und mal so ganz leicht, habe ich noch die gleiche Farbe markiert, mal so ganz leicht hier so einen Verlauf rein. Und jetzt kommt die Lichtkante natürlich wieder, mache mir eine neue Ebene, setze die drüber und markiere mir diese Farbe hier und gehe wieder in diesen hellen Bereich hier oben. Nehme den Kalligraphie-Pinsel wieder. Da radiere ich ein bisschen weg. So, und als nächstes kommt vom Eis selbst ein kleiner Schatten über den Stiel. Das heißt, ich gehe nochmal in die Ebenen, die kann ich schon mal verbinden. Jetzt mache ich eine neue drüber, mache eine Clipping-Maske wieder und nehme mir hier die dunkle Farbe, mache sie noch ein bisschen dunkler, so in etwa. Schatten ist übrigens niemals komplett schwarz, also immer so ein bisschen die gleiche Farbe verwenden, dann wirkt es gleich ein bisschen echter. So, genau, und als nächstes male ich die Maserung im Holz selbst. So, ich nehme den Schriftpinsel, weil der schön klein anfängt und dann immer dicker wird, je doller man drückt. So, und dann mache ich jetzt einfach erstmal so ein paar Maserungen. So, und bei den Maserungen gibt es quasi auch wieder eine Schattenkante, beziehungsweise das ist schon der Schatten, und eine Lichtkante, und da das wieder hineingeht, quasi male ich die Schattenkante darunter. Das heißt, ich nehme jetzt einen hellen Pinsel, muss quasi fast weiß sein, und jetzt male ich hier so ganz leicht entlang. Genau, das Ganze kann drunter liegen. Das wirkt schon gleich viel plastischer. Der hier ist ein bisschen zu dick geworden, ist also nicht so schlimm. Und ich mache jetzt einfach hier, kombiniere ich das Ganze oder die beiden erstmal nur und nehme wieder ein bisschen Deckkraft raus. Bringe die jetzt erstmal wieder zusammen. Und jetzt mache ich einfach so ein bisschen, das ist einfach so ein Stilelement, sieht man relativ häufig, ich mag das sehr gerne. So, und ich nehme jetzt einfach diese beiden Ebenen, kombiniere die und mache hier so ein bisschen das Rauschen rein. Beim Stiel mache ich das auch gleich. So, Rauschen. Nicht zu viel. Einfach nur, dass es noch ein bisschen mehr Struktur bekommt. Ich finde, der Stiel müsste ein bisschen weiter nach rechts. Der ist nicht ganz mittig. Also verschiebe ich den nochmal ein bisschen. So, ich will hier noch ein bisschen deutlichere Schattenkante haben beim Eis selbst. Das heißt, ich mache mir nochmal eine Ebene drüber, wieder eine Clipping-Maske. Und jetzt kopiere ich mir nochmal die Farbe hier. Mache die ein bisschen dunkler. So da etwa. Nehme wieder einen etwas härteren Pinsel. So, und den radiere ich auch wieder ein bisschen raus,
gerade da, wo er nicht so hart sein soll. Also wo der Übergang zur Lichtkante quasi ist, kann er wieder ein bisschen weniger werden. Genau, und ich mache wieder ein bisschen Unschärfe rein. Und nehme die Deckkraft noch ein bisschen raus. So, und jetzt machen wir eine Zitrone. Das heißt, ich suche mir etwas in diesem Farbbereich vom Eis aus. Vielleicht auch so ein bisschen heller noch. Jetzt nehme ich mir den Monoline-Pinsel wieder von der Kalligrafie-Palette und male jetzt erstmal so einen Halbkreis rein. So, genau, das verbinde ich und fülle das mit einer Farbfläche. Jetzt mal eine neue Ebene und nehme mir einen etwas dunkleren Pinsel, setze den drunter, gehe ein bisschen in den rötlichen Bereich, das ist quasi die Schale, und mache wieder einen Halbkreis. Verbinde das Ganze und fülle das mit einer Fläche. So, die Ebene setze ich drunter und radiere es an den Stellen, wo es nicht gebraucht wird, also hier. Und bessere das ein bisschen aus. Und es hat direkt durch diese zwei Flächen schon wieder so einen 3D-Charakter. Wir packen nur noch ein bisschen Verlauf mit rein jetzt gleich. Das heißt, ich nehme ja quasi diese helle Farbe hier, gehe in den hellen Bereich rein. Und nehme mir den Airbrush-Pinsel. Genau, und etwa das gleiche machen wir auch nochmal mit der Schale quasi, also mit dem äußeren Bereich. Mache wieder eine Clipping-Maske drüber. Und da mache ich es jetzt erst ein bisschen dunkler. Ich kopiere mir erstmal die Farbe. So, und mache sie ein bisschen dunkler. Ich gehe in den rötlicheren Bereich. So in etwa. Und mal dann hier unten. Jetzt nehme ich eine hellere, um wieder so eine Lichtkante quasi einzufärben, einzumalen. Und das mache ich hier, in etwa so. So, und jetzt mache ich eine Lichtkante quasi genau hier in diesem Spot. Das heißt, ich kopiere mir aber eigentlich nur diese Ebene, dupliziere die, lege die drunter und verschiebe sie ganz leicht. So, und die färbe ich jetzt ein, mal mit so einem ganz hellen Weiß. Schiebe es noch ein bisschen weiter runter. So, das ist quasi nur unsere Lichtkante. Und jetzt können wir quasi im Inneren das Fruchtfleisch auch direkt malen. Das heißt, ich gehe nach ganz oben, setze eine Ebene drüber, mache eine Clipping-Maske draus und male jetzt etwas mit dem etwa gleichen Gelb hier drin, ein bisschen heller. Quasi diese Wabern, die sich da drin befinden. Mal hier oben erstmal so eine Verbindungsfläche. Jetzt muss noch heller. So, sieht's kaum. Ich glaube, ich habe den Verlauf zu intensiv, deswegen mache ich den mal ein bisschen weniger, der Kraft rausnehmen. So, genau, jetzt male ich einfach nur diese Wabern. Die müssen auch nicht allzu gerade sein. Kann ruhig ein bisschen organisch wirken. Noch ein bisschen weiter runter. So. Und ganz oben setze ich auch noch mal so eine Kante rein. Genau. Und die Schale ist ja entsprechend etwas dicker. Das heißt, die male ich auch direkt mit rein und fülle das jetzt hier noch so ein bisschen aus. Ich mache das gleich noch ein bisschen dunkler, damit auch die Lichtkante wieder zum Vorschein kommt. So, gehe ich mal direkt in die Deckkraft, nehme es ein bisschen raus. So kommt es schon ganz gut. Und die Lichtkante mache ich dann vielleicht direkt weiß. So, und ich ziehe sie noch ein bisschen raus, damit man sie noch ein bisschen deutlicher sieht. So ist gut. Okay, so, und jetzt geht es eigentlich daran, dass wir so ein bisschen eine Struktur reinbringen. Das heißt, ähnlich wie bei dem Eisstiel, ich mache eine neue Ebene, setze die jetzt da drunter oder dazwischen
nehme mir diesen Pinsel wieder und den Schriftpinsel, der einfach vorne und hinten sich wieder ein bisschen zusammenzieht. Und ich kopiere mir erstmal die Farbe hier. Oder ich nehme direkt was von der Schale. Ist ein bisschen heller. So ein bisschen rein. Und jetzt fange ich wieder an, so ganz leicht zu malen. Das ist ein bisschen zu dick. Genau. Und das sind quasi auch wieder so wie so Schattenkanten. Das heißt, ich setze mir wieder so einen helleren Bereich mit rein, ich kopiere mir kurz die Farbe und das mache ich jetzt alles auf einer Ebene. Jetzt nehme ich die Ebenen hier zusammen und nehme auch ein bisschen die Deckkraft raus. So. Und ich finde, der Verlauf gefällt mir nicht so ganz. Ich mache hier unten noch ein bisschen dunkler. Das heißt, ich setze noch mal was drüber. Nehme hier so ein bisschen so ein Orange. So. Nehme den Airbrush. Wir müssen es da drunter setzen. So. Ein bisschen die Größe einstellen. Machen wir noch eine Ebene drüber. Und machen nochmal einen etwas helleren Bereich. So. Und die Schale hat ja so ein paar Poren, deswegen setze ich da, also ich kombiniere das jetzt erstmal und setze ich da eine Ebene drüber. Das ist eine Clipping-Maske. So. Und ich kopiere mir die Schalenfarbe, vielleicht die dunkle hier, und setze dann, mache sie noch ein bisschen dunkler und setze einfach jetzt ein paar Punkte rein. Dazu nehme ich wieder einen etwas härteren Kalligrafiepinsel und setze ein paar Punkte. Und auch die haben natürlich wieder so eine Schatten- und Lichtkante. Die Deckkraft ein bisschen raus. So. Genau. Und jetzt haben wir quasi unsere Zitrone. Ich finde die Farbe noch nicht ganz so passend, deswegen mache ich noch mal ein bisschen beim Verlauf was anders. Der war hier. Geht es hier ein bisschen wieder ins Gelblichere rein. Nehme einen Airbrush, weichen Pinsel. Deckkraft setze ich recht weit runter und mal hier so ein bisschen. Ein bisschen eine frischere Farbe noch drüber. Das können wir vielleicht auch drunter setzen. So. Und ganz in der Mitte hier machen wir so einen kleinen helleren Bereich. Das ist quasi auch eine Reflexion. Pinsel ein bisschen kleiner. So. So. Jetzt wird es dadurch auch schon ziemlich plastisch. Hier unten habe ich ein bisschen Mist gebaut mit den Punkten. Das heißt, die radiere ich ein bisschen raus und setze die einfach nochmal neu. Dann kann ich mir einfach die Farbe kopieren. So, und bei der Zitrone mache ich quasi auch hier noch so eine leichte Schattenkante hinten mit rein. Das heißt, ich mache eine neue Ebene, setze sie da drüber. Jetzt kann ich die hier noch ein bisschen weniger intensiv machen, den Griff ein bisschen rausnehmen. So, jetzt kombinieren wir das alles. Ups. So, jetzt haben wir quasi unsere Zitrone und die können wir beliebig oft kopieren. Das Ganze möchte ich aber einmal spiegeln, weil jetzt stimmt das mit der Schattenkante nicht. Und ich finde, dass wir die noch ein bisschen drehen können. Und ich finde, diese müssen auch nicht alle gleich groß sein. Das heißt, die kann ruhig ein bisschen weiter da hinten sein. So.
Und als nächstes malen wir quasi ein paar frische Zitronenblätter mit dazu. Machen eine neue Ebene. Nehmen wir hier den Monoline-Pinsel wieder. Und jetzt gehen wir in den grünen Bereich. Jetzt wird es ein bisschen bunter. Jetzt male ich einfach mal so ein Blatt. Und fülle das mit der Farbfläche. Ich radiere das nochmal ein bisschen weg, das was nicht gut geworden ist. Hier mache die Spitze ein bisschen intensiver so. Dann fange ich quasi wieder an mit der Schattierung. Das heißt, ich mache mir jetzt erstmal so eine dunkle Fläche und setze eine drüber, eine Ebene und Clipping Maske mit den, diesen Pinsel hier und mal quasi einmal so in der Mitte entlang. So, das gefällt mir schon ganz gut und ich male auch direkt diese kleinen Streben oder Äste vom Blatt hinweg. Genau, und auch das Blatt kriegt natürlich wieder eine Schattenkante. Ich mache nochmal eine neue Ebene drüber. Clipping-Maske. Und mal quasi hier meine Schattenkante. Und natürlich auch, wie gehabt, die Lichtkante wieder. So, Clipping-Maske. Okay, die ist ein bisschen zu deutlich geworden. Ich verschiebe sie einfach ein bisschen. Genau. Und es sieht noch nicht sehr plastisch aus, deswegen müssen wir jetzt hier in der Mitte noch ein bisschen Schattierung reinsetzen. Das heißt, ich gehe hier auf die Hintergrundfläche und nehme mir den Airbrush, eine dunkle Farbe. Und male es hier erstmal so ganz grob. So, und jetzt male ich auch schon eine hellere. Ich mache eine Ebene dazwischen. Mache eine Lichtkante. Etwa hier. Hier mache ich aber auch nochmal Lichtkanten. Hier kopiere ich mir einfach die Ebene und setze die hellere Farbe mit rein. Manche hat das nicht übernommen. So, und die lege ich jetzt drunter und verschiebe sie ganz leicht. Jetzt zoome ich raus. Mir gefällt der Verlauf noch nicht so ganz. Sieht noch ein bisschen unrealistisch aus und ich radiere es jetzt einfach ein bisschen raus. So, diese Schattenkante hier unten ist noch ein bisschen zu intensiv, die lösche ich auch ein bisschen raus. Diese Schattenkante hier unten, die mache ich auch ein bisschen unscharf. So, gehe hier rein, Gaussche Unschärfe und fertig. So, das Ganze mache ich auch hier. Jetzt füge ich das Ganze zusammen und ich setze das nach hier hinten unter das Eis. So, und das Ganze kopiere ich mir, duplizieren und drehe es ein bisschen. Mache es ein bisschen kleiner. Das ist da drunter und genau, und das kriegt jetzt noch eine Schattenkante. Das heißt, ich kopiere mir das Blatt da drüber, sage duplizieren. Nehme jetzt das da drunter, verschiebe das ein bisschen, so. Ich sage, das ist eine Clipping-Maske. Und jetzt fülle ich das eigentlich nur mit einer Farbe. Noch ein bisschen dunkler. So. Und das Ganze wird jetzt quasi ganz unscharf gemacht. Aber ist noch ein bisschen zu intensiv, deswegen nehme ich die Deckkraft raus.
Und ich finde, das Blatt da drunter, das könnte auch von der Farbe her ein bisschen, oder das Blatt da drüber könnte von der Farbe her noch ein bisschen heller werden. Deswegen schaue ich mal, wie es wirkt, wenn ich das ein bisschen heller setze. Das sieht nicht gut aus. So. Die beiden gruppiere ich jetzt. Und jetzt verschiebe ich die nochmal insgesamt so ein bisschen. Und eben wie ich das mit den Zitronen quasi schon gemacht habe, setze ich mir das jetzt einfach so hin, wie es für mich am besten aussieht. Das Ganze kopiere ich mir nochmal, diese Gruppe duplizieren. Und setze sie auch nochmal irgendwie hier so dazwischen, dahinter. Nochmal spiegeln. Damit es nicht ganz identisch aussieht, versuche ich jetzt die Blätter noch mal ein bisschen zu ändern. Das heißt, das drehe ich noch ein bisschen weiter, so. Ich finde, die Zitrone hier oben könnte ein bisschen näher noch. Das müsste diese hier sein. Genau, als nächstes mache ich jetzt noch ein paar Wassertropfen als Schmuckelemente. Das heißt, ich mache jetzt erstmal eine neue Ebene. Nehme den Brush hier und nehme auch wieder den härteren. Jetzt gehe ich quasi in den hellblauen Bereich. So, aber schon fast weiß. Und male quasi so kleine Tropfen. So. Die kann ich auch direkt füllen. Diese ganze Ebene kopiere ich mir jetzt, duplizieren und setze die quasi ein Stückchen drunter und fülle sie mit einer etwas dunkleren Flächenfarbe. Jetzt gehe ich einfach hin und nehme mir quasi den Radiergummi und nehme den weichen Pinsel, mache den ziemlich klein, gehe auf die obere Ebene. Jetzt radiere ich einfach so ein bisschen den oberen Bereich raus, nehme die Decke vom Airbrush ein bisschen weg und gehe hier so leicht entlang. Der ist ein bisschen zu groß und ich versuche, dass ich oben immer so eine leichte Lichtkante beibehalte. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich so eine leichte Reflexion noch extra mit reinsetze. Das heißt, ich nehme einen komplett weißen Pinsel und setze nochmal überall so eine kleine Reflexion rein. So. Das mache ich aber auf einer neuen Ebene, damit ich da gleich noch ein bisschen die Transparenz rausnehmen kann. Und hier nehme ich die Deckkraft jetzt raus. Was mir noch fehlt, ist bei dem Dunklen ein bisschen das rauszuradieren. Das machen wir so ähnlich wie gerade eben schon. Geht es hier nochmal ein bisschen rein und radiert es raus. Ich habe den weichen Pinsel wieder gewählt und mache hier die Deckkraft ein bisschen raus. So.
Ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Jetzt gehen wir an den Hintergrund. Ich kann die Blätter hier schon auf eine Ebene reduzieren. Das hat geklappt. Yep. Auch die Zitronen kann ich schon reduzieren. Und genau, die Wassertropfen, die setze ich mir erstmal in eine Gruppe. Gruppe, so. Und jetzt geht es an den Hintergrund. So, und ich finde persönlich wie so eine Hohlkehle, so einen Hintergrund immer ganz gut, also so einen kleinen Verlauf. Das heißt, ich kopiere mir jetzt einfach diese Ebene. Ich finde die Farbe eigentlich schon recht gut. Einmal duplizieren. Die setze ich jetzt nach oben. Also ich verschiebe sie einfach so. Etwa hier so auf die Hälfte, dann ist nicht ganz auf der Hälfte. Fast im goldenen Schnitt, könnte man sagen. Und die mache ich jetzt ein bisschen dunkler. Das heißt, ich kopiere mir erstmal hier diese Farbe. Oder ich mache es ein bisschen heller. Ja, ich mache es ein bisschen dunkler. So, kann noch ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr intensiv, ein bisschen bläulicher, so ein Himmelblau schon fast. Ich mache jetzt hier eine Unschärfe rein, so, und ich finde, die Farbe gefällt mir noch nicht so gut, deswegen mache ich da, ich gehe noch mal ein bisschen zurück ins Cyan. Und jetzt nehme ich die Deckkraft ein bisschen raus, weil es mir doch ein bisschen zu bunt wird langsam. Genau, und jetzt setze ich mir einen Kreis. So. Setze die Farbe rein und mache das Ganze weiß. Das hier rüber und mache auch hier quasi eine gausche Unschärfe. So, und nehme die Deckkraft raus. Kriegt das im Hintergrund so einen Glow und kriegt nochmal dadurch ein bisschen Tiefe. Das kopiere ich mir, duplizieren, setze das einmal drüber. Setze ich über noch so ein paar kleine Glows mit rein. Das heißt, ich nehme diese Ebene, mache sie kleiner, mache die Unschärfe noch ein bisschen intensiver. Jetzt gehe ich ran und male quasi wie so einen kleinen Stern noch draus. Und das mache ich auch unscharf. Ich kopiere mir den ganzen nochmal, sage duplizieren und schiebe den. Mal hier vielleicht. Noch einen vielleicht. Duplizieren und verschieben. Sieht schon recht erfrischend aus. Was mir noch fehlt, ist so ein bisschen von der Hohlkehle quasi ein unterer Schattenbereich. Das heißt, ich gehe nochmal auf den Hintergrund ein. Ich kopiere mir einfach nochmal diese Fläche, duplizieren. Ziehe diese ein bisschen runter. So, genau. Und jetzt kopiere ich mir die Farbe hier oben. Mache das aber noch ein bisschen dunkler. So vielleicht. Und jetzt nehme ich wieder die gausche Unschärfe. Nehme den Airbrush. Den mache ich recht groß. Und setze hier quasi den Glow wieder ein bisschen ein. Das Ganze schwebt ja so ein bisschen, deswegen gebe ich dem allen noch ein bisschen so einen Schatten. Und das ist eigentlich auch ziemlich simpel. Da nehme ich jetzt so ein ziemlich dunkles Blau und mache quasi so eine ovale Form. So, da setze ich den Schatten rein. Und jetzt sage ich Gausche Unschärfe und mache das quasi so. Ich presse das Ganze noch ein bisschen, beziehungsweise ziehe es auseinander. Ich mache es nicht gleichmäßig so. Genau, das setze ich quasi ein bisschen so unter alles. Und was dann eigentlich nur noch fehlt, ist die Deckkraft wieder ein bisschen rauszunehmen. Ich mache das noch ein bisschen breiter. So, jetzt kopiere ich mir das nochmal. Und setze mir einen kleineren, mit ein bisschen mehr Deckkraft da noch in die Mitte. Und ich markiere die untere, nehme die Deckkraft noch weiter raus.
Und bei dem oberen nehme ich jetzt auch die Deckkraft noch mal ein bisschen raus. Und jetzt kriegt das alles schon eine ziemlich deutlichere Tiefe. Ich finde, hier ist jetzt noch ein bisschen zu sehr der Glow mit drin. Das war diese Ebene hier. Vielleicht setze ich die einfach noch mal ein bisschen hoch und mache die einfach auch noch mal ein bisschen unscharf. So, okay. Wir setzen uns einfach noch mal ein bisschen den Glow hier ein bisschen in den Vordergrund. Mache die Deckkraft noch mal ein bisschen deutlicher. Und mache ein bisschen größer. Genau, das können wir uns auch noch mal duplizieren. Ziehen es ein bisschen runter. Und nehmen die Deckkraft ein bisschen raus. Ich sehe, hier unten passt es immer noch nicht ganz mit dem Hintergrund. Vielleicht male ich einfach noch mal eine Ebene drüber. Duplizieren. Kopiere mir die Farbe hier. Setze die rein. Und schiebe das Ganze einfach nach unten. Mache wieder die Unschärfe rein. So, und vielleicht können wir es jetzt sogar noch ein bisschen dunkler machen. Okay, das setze ich jetzt drüber. Und hier oben mache ich quasi auch wie so eine Vignette noch mit drum. Das heißt, ich kopiere mir diese Ebene, nehme die mit nach oben und spiegel sie einmal. Genau, der Fokus ist jetzt wirklich im Mittelpunkt von dem Bild. Die Wassertropfen sind noch ein bisschen zu intensiv. Deswegen gehe ich jetzt da nochmal hin. Ich kombiniere mir die einfach und nehme die Deckkraft einfach noch ein bisschen raus. So, da unten sieht es noch nicht so gut aus, deswegen nehme ich hier den Radiergummi im weichen Pinsel und mal so ganz leicht drüber. Und fertig. So, genug gemalt. Wenn du Lust hast, kannst du jetzt noch den zweiten Teil gucken, wo ich dir zeige, wie man das Motiv auf ein T-Shirt bringt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Abonniere den Kanal, wenn du mehr solche Videos gucken willst. Und ich freue mich über jeden Kommentar. Von dem her, hoffentlich bis bald und ciao.